Nach dem Derby-Sieg und dem Sprung an die Tabellenspitze hieß es für 1860 München nachlegen, am besten mit 3 Punkten zu Hause gegen den MSV Duisburg. Das Team von Thorsten Lieberknecht nach einem 0:2 gegen Uerdingen auf Wiedergutmachung aus. Und das Spiel in den ersten Minuten relativ zerfahren, wenig Möglichkeiten, bis dann in die 8. Minute plötzlich ein Ball von Wein per Kopf nochmal scharf gemacht wird. Pusic mit der Fußspitze dran und Leo Weinkauf mit einer ersten starken Aktion. Daraus resultierend eine stärkere Phase der Gastgeber, nur 3 Minuten später. Tallich, tolle Ballbehandlung. Die Präzision im Abschluss lässt allerdings zu wünschen übrig. Trotzdem 1860 von da an tonangebend mit vielen Spielanteilen, aber insgesamt mit zu wenig Durchschlagskraft. Und so kamen dann auch die Duisburger im Verlauf der ersten Halbzeit immer mehr hinten raus. 26. Minute, Sinan Kavainer mit einem ersten Versuch. Ansonsten aber das Spiel der Duisburger vor allen Dingen auf die Defensive fokussiert. Nur sporadisch eben diese Vorstöße in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann aber nochmal über Cepanek und in der Mitte verpassen zunächst Vermey und dann auch Kamavuaka. Die beste Duisburger Chance zur Führung. Somit 0:0 zur Pause. Michael Köllner mit noch etwas skeptischen Blick. Eben weil in der Offensive noch nicht alles nach Plan lief. Der Start in die zweite Halbzeit aber vielversprechend. Nach dem Neudecker-Freistoß Sascha Mölders plötzlich frei am Elfmeterpunkt, aber nicht in der Lage, den Ball aufs Tor zu bringen. Dann eine gute Stunde vorbei. Ecke auf der anderen Seite und plötzlich Unordnung im Löwenstrafraum. Der Ball im Tor und Duisburg mit 1:0 in Führung. Die Ecke ein bisschen zu flach geraten, aber Jansen hebt die Kugel dann nochmal geistesgegenwärtig hoch rein. Hiller und Dressel sind sich nicht einig, behindern sich gegenseitig. Und beim Versuch von Moll die Kugel dann noch von der Linie zu kratzen, trifft er am Ende Tobias Fleckstein an der Nase. Das erste Drittligator für den Innenverteidiger und Duisburg mit der Führung. Die Löwen im Gegenzug fast mit der prompten Antwort. Martin Pusic an den Pfosten und dann Sascha Mölders im Nachschuss nicht erfolgreich. Die beste Chance der Löwen mit etwas Glück und mit Pfosten rein in die entscheidende Phase. 60 drückte natürlich nach vorn, fand aber zu selten eine Lücke. Wir springen schon in die Nachspielzeit dieser Partie. Natürlich jetzt viele Räume für Duisburg. Vermey kocht Moll ab, der Weg ist frei zum Tor. Hiller rettet zunächst, aber dann Cepanek mit dem Nachschuss und der Entscheidung. Das 2:0. Durch das zweite Saisontor von Lukas Cepanek. Duisburg kommt nach München und gewinnt zum zweiten Mal in Folge ein Auswärtsspiel. Und die Löwen müssen sich tatsächlich mal wieder mit 0 Punkten begnügen. Dass du nicht jedes Spiel gewinnst in der Liga, das wissen wir alle. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause so wenig wie möglich bis gar nichts abgeben. Ja, ist jetzt leider passiert. Jetzt spielen wir nächste Woche gegen Halle zu Hause, da müssen wir unsere Heimbilanz aufbessern. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, es wird nicht alles offensiv funktionieren, es wird alles defensiv funktionieren. Das hat man in Phasen gesehen, aber ich habe halt auch gesehen, dass es dann, denke ich auch, wenn man die beiden Halbzeiten sieht, von den Chancen jetzt nicht unverdient war, dass wir gewinnen. Der zweite Sieg im dritten Spiel nach der Corona-Zwangspause und in heftiger November für Duisburg mit 7 Spielen. Am Mittwoch schon das Nachholspiel gegen Saarbrücken. 1860 purzelt zunächst mal von der Tabellenspitze. 2 Heimniederlagen in Folge. Also daran gilt es dann zu arbeiten in den kommenden Wochen bei den Löwen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.